Who's that Pokémon? It's Pokéminati. Hi! Zwei ETBs, zwei Pokémonaden und ein Opening. Hello! Es ist endlich soweit. Yes, yes, sir. Zwei, beziehungsweise ein absolut geiles Produkt. Du hast auch noch eine, deswegen habe ich eben zwei gesagt. Ich glaube, darauf hat die Welt gewartet, seitdem es an die Relaxo-Box. Mega, 151. Ich glaube, das wird sowas von abgehen. So, wir können schon mal ganz kurz gucken, was uns erwartet. In der Zeit kannst du ja deine Box vielleicht schon aufmachen, weil dann kannst du im Heftchen rumblättern. Yes. Ich mache meine Box auf. Teamwork. Ja, ohne Witz. Also, was haben wir denn? Geil, oder? Guck dir die Karte an. Ja. Die sehen wir auch gleich in echt. Die Promo schmeckt. So, dann haben wir, müssten wieder 10 Booster sein. 2, 3, 4. 9. 9? 9, oder? Oh, da steht's auch. Ich hätte jetzt 10 gedacht. Weil, Execution Set, aber dann halt nicht. Aber dafür hast du die Promo. Dafür haben wir die Promo natürlich, ja. Seit Scarlet und Violet, beziehungsweise Karmesin und Purpur. Immer dabei. Aber, komm, zieh den Player's Guide raus. Achtung, Player's Guide fällt mir schon auf, fass mal an. Was, nur noch? Ist nicht mehr glänzend. Ist jetzt umweltfreundlicher, ist nur noch Paper. Nachhaltig produziert. Okay. Sollen wir mal geschwind reinschauen? Oh ja. Boah, da haben wir. Bevor wir die Karten live sehen. Direkt die Setlist, oder? Entwicklung brauchen wir jetzt nicht. Hier ein paar Erklärungen. Oh, das Dragoan sah auch schön aus. Jetzt warte doch mal. Auf was? Hier. Lading, Setlist. Die richtige Setlist zum Abhoke. Da hast du sie. Oh, guck mal. Da fühle ich mich direkt. Sieht auch stabil aus. Direkt in die Kindheit versetzt. Ja. Ich mich bei den Pokémon. Alle 151. Guckst du dir an. Guckst du dir an. Die kenne ich wenigstens noch alle. Die kennst du alle. Kriegst du alle zusammen? Die, ja, auswendig nicht, aber wenn du wo drauf zeigst, könnte ich dir den deutschen Namen bestimmt sagen. Porenta. Ja, ich muss doch erst gucken, wo du hinzeigst. Oh, wilde Gengar-Karte, schau mal. Oh, das Chanera und. Wie viele Karten Cutie haben wir da insgesamt? Weißt du es auswendig? Auswendig nicht, aber du kannst. Siehst du es nicht unten auf der Karte? Sagst du. Okay. Habdos, Lavados, hier ist die Dragoran. Die sieht nice aus. Gefällt mir. Wieder auf dem Rücken. Hast vom Drachen, ja, auf dem Rücken liegenden Dragoran ist der, ja. Oh, oh, da wow, sind sie. Da, sind da fängt's an, Herr. Guck mal. Ah, die brauchen guck mal das Glumanda. Texo, die Entwicklung so geil. Der Shilog ist mega. Shilog ist mega, ja. Guck mal, Anton. Die brauchen wir vom O, ne? Also, die Anton schmeckt aber anders wild. Wenn wir die hier rausziehen, einmal direkt für Momo reservieren, ne? Und hier die schönen Full Art natürlich. Da, der Dragoran Full Art. 207 Karten sind es, mein Lieber. Guck mal, drei goldene wieder, wie bei Obsidian Farm. Ey, die Turtok finde ich so geil. Ey, die alle. Einfach geil. Guck mal, die Journey. Ja, hier auch noch, ne? Der hat zwei. Der Gio. Saustark. Ja, das war's schon. Schon. Lohnt's ja gar nicht. Was haben wir jetzt gesagt? 207. Zum Abhaken. So, und ich gebe dir mal raus, was es so gibt. Zeig mal. Ah, hier, guck mal. Oh, das lief's. Achtung. Aber die sind tatsächlich auch mal schön, finde ich. Das sind die Silhouetten. Silhouetten. Silhouetten, ja. Sieht halt auch schön aus. Kann ich gern zeigen. Soll ich? Ha, ja, Achtung. Klar. Und Let's Fets. Code. Dann wie immer halt, das ist jetzt. Die Energiekarten, die meistens unsortiert. Jetzt nicht so geil, aber. Ja. Aber die sind auch wieder schön. Würfel kann man machen. Weiß. Derjenige, der. Kartenrenner. Es gibt tatsächlich einige, die benutzen, habe ich letztens im Chat erfahren. Weißt du, die Kartenrenner? Ja. Und. Das machen wir zuerst. Genau. Machen wir erst die 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stimmt tatsächlich. Lass ich dir noch zu, oder? Und schau an. Der Relaxo ist anders wild, gell? So, da wir ja zwei haben, würde ich sagen, am Freitag im Stream, zum Release-Stream, würden wir eine direkt verlosen, oder? In einem Battle Royale. Das hört sich doch geil an. So, und da wir die TTBs so ein bisschen differenzieren können, machen wir erst die von meiner Seite auch. Also dann geht's hier die Pullrate. Ja, ich will mal gucken, ja, weil Obsidianflamme hat mich irgendwie so ein bisschen enttäuscht, aber. Also Obsidianflamme und ich, wir sind keine Freunde auf jeden Fall. Ihr zwei? Nee, die TTB und du, ihr seid aber Freunde. Ja, beste Freunde. Ja. Das ist was anderes. So, jetzt aber geschmeidig durch die Karten geht, mein lieber Schwill. Die Original-Artworks will ich. Pass auf, wir machen direkt so, oder was? Ja.
Geil, oder? Ich wüsste schon, du bist der Hype, das ist genau dein Set. Ah, ja klar, die kenne ich alle in und deine Generation. Aus, ja, als wäre es deine. Aber findest du Setname 151? Ja gut, das finde ich jetzt nicht. Hätten wir es nicht anders machen können? Man hätte die Zahlen ruhig benutzen können, aber noch so ein... Keine Kantos Feinest oder so. Warum 151? Dann hätte es aber eine Auswahl sein. Guck mal, Kiki, mega. Hitmonlee. Odish. Odish. So wie er es mag, im Blumentopf, hä? Oh. Shilok, ja, geil. Die Artworks sind anders. Bei Armana Rolo weiß ich auch direkt, wer die haben möchte, ja. Die schmeckt. Oh. Und die Glitzerenergie, guck mal. Aber, mitten im Spark. Guck dir den Foil an, Alter. Mega. Guck, siehst du hier? Ja, ich sehe es. Das müsste aber ein Hit sein, mein Lieber. Ich glaube, die ist nicht in jedem Pack so. Ich glaube auch, dass es... Das ist ein Hit. Ja. Kommt direkt mal in die Tüte rein hier. Ich habe nämlich jetzt schon mitbekommen, du kannst 3 oder 4 Hits in einem Booster haben mit echt? Dem übelsten Luck ever. Dadurch. Also halb God-Pack-mäßig. Ja, dadurch. Oder? Dadurch 1, 2, 3, 4. Ja, könnte passieren, ja. Wahnsinn. Wurde mir zugetragen. Habe ich gesehen, sogar in einem Video tatsächlich war. Ehrlich? Ja. Aber die schmeckt mit einem Spur. Pikachu. Gut, die man jetzt bei dir schon gesehen hat, die mach ich mal weg, aber hier, den hat man nicht gesehen. Mhm. Muchas gracias, Labras. Die Cycling Road. Der Fahrradweg, ich. Sichlor auch geil. Guck mal, Stern. Richtig Stern ist auch geil. Verspieltes Art. Geile Artworks. Slow Bro. Slow Mo. Lamus. Yes. Yes, die Full Art direkt den gezielt. Bill, ja. Geil. Bill hat's. So, siehst du, ich habe nämlich jetzt ganz normale Basic. Yes, deswegen ist. Ich verstehe. Ist das der Galaxy Foil oder? Ich weiß nicht genau. Ich bin auch der Meinung, dass das schon der Galaxy Foil ist von diesen Energiekarten. Aber ultra, wie die glitzern. Brutal. Schmeckt. Die ist sehr gut. Hier, jetzt guck mal. Guck. Übelst. Krass. Direkt Glück gehabt am Anfang, ne? Ja, ey, du, 2 Hits, 2 Booster, ne? Die schmeckt, die so kannst du weiter. Ich hab da gar nichts dagegen, wenn das so weitergeht. So, gucken wir mal, wie es weitergeht. Die Booster-Bundle bin ich gespannt. Ich glaube, die werden, weil es ja keine Displays gibt, werden die abgehen wie Sau. Weil du hast einfach 6 Booster in einem kleinen. Ja, das will man ja einfach mit. Es sei denn, man ist scharf auf die Promokarte, ne? Ja, wenn du das Master-Set sammelst, dann brauchst du ja jedes Produkt, weil die Promos gehören ja zum Master-Set, ne? Richtig. Guck mal, Enteron. Das sind... Sau gut, die Artworks. Da musst du aufpassen, dass ich nicht auch mit reincall wie so ein... Ja. Da musst du aufpassen, nicht, dass du dir einen Bein da kaufen musst. Guck mal, Kaputt-Tops, ohne Witz, ja. Jawohl. Guck mal, wie das aussieht. Das ist... Nice. Geiles Gift, Leute. Ja, wie sieht es da bei dir aus? Bist du dann wieder so TTB-affin? Ich glaube, eine TTB muss... Eine TTB wegen der Relaxo-Promo. Wegen der Relaxo-Promo und ich weiß nicht. Aber das Helix-Fossil. Ist so gut. Au, Magma natürlich. Magma oder Magma nicht, weißt du das? Sepa. Oh, Glutex. Guck mal, böse Sache. Parsec auch. Giovanni's Charisma, das ist die eine, die es in Full Art gibt, ne? Und Shigi natürlich, geil. Nidoran, ist das das weibliche Symbol oder ich verwechsel die zwei immer? Wo ist denn das Symbol? Ah, nee, Herrin. Und Garados. Weiblich ist nach unten. Okay, ich verstehe. Da kenne ich mich nicht so gut aus mit männlich und weiblich. Ja, deswegen bin ich da. Ja, deswegen bist du da. Ich bin der Experte. Es war nicht weiblich. Also über einen, ich nenne ihn jetzt mal Main-Hit, würde ich mich freuen. So, so ein Banger. So ein Shigi, Turtok, Bisasam, Bisaflor, egal, so, weißt du, so ein. Das wäre schon Tentacool. Ratatat eigentlich auch mehr geil. Ratatat. Da ist der Bill, den haben wir ja als Fullart eben gezogen. Golbat ist auch am Start. Golbat sieht aus, als würde er zur Halloween Edition und gehören. Apple. Magnetilo. Auch gut, ne? Dicer, Kittler, Dotri. Boah.
Es macht schon Spaß, das Set, gell? Ja, weil du mal, du kannst dich damit mal identifizieren, ja, weil du kennst sie alle. Alle und das macht Spaß. Die Artworks sind klasse. Krabi. Sandan. Ja, die werden wir jetzt öfter sehen wahrscheinlich. Juro. Dodo. Onyx. Dragonia. Cedra King. So, den hatten wir schon. Oh, schon. Boah, eure Dachdeck ist saugut, gell? Alter. Was ein Artwork, ey. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der die Karte weitermalt, ne? Und die am ja. Schluss so übelst geil. Ey, Dragoran Holo. Gleich. Aha. Oh! Ist auch ein Swirl dran. Nee, ja. Ah, doch. Da, natürlich, rechte ja. Seite, aber ja. Wie geil. Ha, ja. Hätte es aber eine andere sein können, ruhig. Oh, Elektro. Vielleicht kommt ja noch was. Abwarten, mein Lieber. Die nehme ich mit für meinen Dragoran-Ordner. Was ist ein Dragoran-Ordner? Ha, ja. Dragoran-Ecke, eine Dragoran-Vitrine. Nur Dragoranskis sind da drin. Dragoranskis. Nee, nicht einen ganzen Binder, aber so ein paar Seiten habe ich. Oh, Dragoran. Anton schmeckt auch gut. Immer am Kopf wegschieben. Hidorino. Anton schon wieder. Ja, die werden sich jetzt wiederholen, das ist klar. Weil die Unterarme sind auch so geil irgendwie, gell? Ja. Das sieht auch geil, ey. Die Holos gefallen mir richtig gut, gell? Oh, das sind alle geil irgendwie. Die schmecken, das ist ein bisschen schade hier, aber. Die Frage aber ist Balance World. Glaub mir, die werden auch für den einen oder anderen Euro gehen, yes. Oder die Leute sich das mit dem Stack natürlich machen wollen, ne? Ja, natürlich. Weil wenn du da Energiekarten spielst, die alle glitzern. Wenn du mal 15 Energiekarten hast, die glitzern. Das macht schon was her. Kostet es ein bisschen. Ja, das kostet natürlich, aber die sich ihr Deck zusammenbauen, da gemütlich, die investieren aber auch gerne, ne? Ja. In ihre Premium-Decks. Oh, ich hätte aber schon gern so einen Hit auf dem Reverse-Holo-Slot, gell? Hätten wir alle gerne. Uli, du musst jetzt raushauen. Ja. Du hast das am besten gut in der Hand. Drei Hits. Aus 9 Boostern ist schon mal okay. Boostern. Aus 8. Ist halt ein Double-Hit, du. Also nicht Double-Hit, sondern zweimal der gleiche. Das muss jetzt nett sein. Schade, aber wir sind ja noch nicht fertig. Guck mal, wie die aussehen, ja. Da haben sie schon mal Mühe gegeben, ne? Die Vulnona sieht auch geil aus, die es da gibt. Die Full Art oder Full Art, was das war, ja. Ja, die haben wir doch gesehen. Heftchen. Nur im Heftchen bis jetzt. Golbat hatten wir auch schon. Ja, boah, geil, ja. Yes, guck dir das Nidoking an, ja. Sau gut, Alter. Und jetzt könnte ich sogar noch einen Hit drin haben und dann noch einen Hit. Könnte, ja, aber schon gezittert, ja. Und? Was ist das? Aber Nidoking, geil. So. Erste ETB ist durch. Durchgespielt. Aber? Räum mal den Schmutz zur Seite. Ich glaub, ja, aber ey, 9 Booster. Ne? 4 Hits. Finde ich stabil, ist okay. Ist zwar zweimal dieselbe Energie, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber ist okay. So, Box-Inhalt sparen wir uns, weil kennen wir. Brauchen wir nicht mehr, ja. Aber ist jetzt alles. Die, ja, ist okay, passt. Was oder du Ding machst gleich raus. Auswürfen oder was? Nee. Oder später mal. Promo, okay. Wo habe ich denn meine hin? Was denn? Die Promo. Hast du die eingesteckt? Ja, weißt du doch. Ah, stimmt, die ist, ach, das ist die Verlosungspromo direkt. Komm, diesmal kannst du anfangen. Ja. So. Das ist jetzt ETB 2, ne? Das ist eine absolute Wunschkarte, wo du sagst, die will ich in meinem Privatmarkt. Und ich müsste nochmal gemütlich noch mal das gucken. Heftchen durchblättern, weil ja. Ich kann dir jetzt echt nicht sagen. Ich habe ja kurz geguckt, ob ich eine Dragoran-Fullart erhasche aus dem Heftchen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es eine gab. Die Holo war, glaube ich. Die Dragoran gab es nicht als Fullart. Das so viele gibt es gar nicht. Ah, ich muss mir... Das wird jetzt wieder, du musst zur Energiekarte musst durch. Weil die Energiekarte ja, können glitzern, ne? Komplett durch, ja. Ja, weil bei Obsidianflammen oder vorher bei Chaos und Purpur hast aufgehört beim Hit hin. Ja. Ja, das aber du musst jetzt durchziehen bis zur Energiekarte. Jetzt, das ist heißt wieder ungewöhnt, ne? Au. Oh, was? Hatefingern, das wollen wir hier aber nicht, ne? Ja, aber ja, du weißt 1-5-1-Video, mein Lieber. Kabuto. Hatten wir auch nicht, oder, Dittri? Ja. Wien. Den auch nicht, Blutzug. Ja, Blutzug hatten wir auch nicht. Oh, guck mal, die Holo sieht auch gut aus. Gefällt mir richtig gut.
Ah, die. Ja, da haben wir es. Ja, da ist doch was drauf. Ja, ja, klar. Ja, natürlich. Und Swirl? Okay. Nicht. Ist hier nichts? Ich auch nicht. Nee. Warte mal, was ist da ganz rechts? Nee. Ist nur so. Nee, sind Rundungen. Nee, da man nicht als Girl durchgehen lassen. Durch den Wegschmal. Aber deswegen ist es wichtig, bis zur Energiekarte durchzuziehen. Ja. Aber finde ich eine coole Idee. Dass da 4 Hits rauskommen können. Das ist dann unser, das japanische Godpack, ne? Wenn wir 4 Hits drin hätten in einem Booster. Weil im Japanischen sind ja alles Hits, aber das... Ja, aber 4 Hits in einem Booster ist schon... Wenn die das mal machen würden bei uns. Und Evoli, da war ich auch... Oh, hello. Wie geil ist die denn, ey? Ausgerechnet Psycho. Geil. Pass auf, geht weiter. Ah, ich dachte schon. Und? Nix. Ja, aber Psycho. Jawohl, direkt. Goldkarte. Die schmeckt gut, die Goldkarte. Ich denke, du wirst jetzt öfters mal eine Glitzer-Energiekarte am unteren Spielfeldrand da an der Matte sehen. Weiter hatten wir auch noch nicht, ne? Chillt einfach. Drowsy. Wiesasam. Oh, hab das gehört. Sieht auch schön aus, gell? Die in Holo wird mir auch schmecken. Litri nochmal, Radbranz nochmal und... Geil, gell? Die Holos. Geil. Ich glaube, die muss man sammeln. Aber am Schluss kriegst du die Holos wieder für 10 Cent dann, wenn das, wenn der Markt mit 1 ja, Karten das ist schon cool, das verschwemmt wird. Sammeln, ne? Mal leid, mal. 207 Karten. Waren die 207 schon mit? Ohne Promo. Ohne hinten raus die geilen Karten. Du hast schon mehr wie 207. Die Ding kommen noch dazu, oder? Promos zählst du noch dazu. Nee, nicht Promos. Was? Die SIR und so, die haben doch... Das war die letzte Karte auf dem... Heißt das meine letzte? Ja, ja. 865 hat Set und 207... Ja, 207. Ja, 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 okay, jetzt bin ich dabei. Oh, die kommt anders. Ah, jetzt schon wieder. Jetzt haben wir... Ja, Swirl hier oben. Da. Oben, ja. Aber die kommt schon oft, muss ich sagen. Ja, die, vor allem die jetzt. Oder wir haben einfach nur... Glück. Ja, das ist jetzt die dritte. Die dritte, ne? Glück, Pech, ja. Das kann man jetzt. Also, wir haben 4 Energiekarten. Ich kann schon anfangen, mir ein Deck zusammenzubauen mit den Energiekarten, ja. Ohne Swirl. Hauptballer. So. Ja, für Planung hatten wir auch noch nicht, oder? Oder hab ich ja, doch, ne? Klar. Ne, glaube ich auch noch nicht. Nee, die kenne ich auch jemanden, wo die haben will. Jigglypuff, gell? Jigglypuff. Grüße gehen raus da an Tanja. Silhouette, Hypno. Nidoqueen. Queen. Owei hatten wir auch noch nicht, oder? Nee. Yes, geil. Knuddeluff. Knuddeluff, Jex. Und die normale. Könnten da auch Swirls drauf sein? Weißt du das? Nee, das ist nicht der Foil von der Energiekarte. Das ist ein anderer. Aber eher unwahrscheinlich. Jetzt guck auch mal, gut. Geiler Glumanda, spaziert gemütlich. Den haben wir noch nicht, oder? Habitak hatten wir auch nicht. Nee. Rihorn? Auch nicht. Carpador? Carpador. Daisys Hilfe, ne? Haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Hilfe! Glumanda? Feuerdeck, Feuerdeck. Oder gönn doch mal was jetzt hier noch. Oh. Auch geil. Oh, die sieht so gut aus, die Karte. Da werden auch einige drauf abnehmen. Nicht schlecht, ja. Auf die Mewtwo kann ich die mit... letzten zwei, mein Lieber, die letzten zwei. Ich könnte gerade so weitermachen, muss ich dir ehrlich sagen, gell? Ich könnte den ganzen Tag. Jetzt noch ein paar Booster Boxes aufmachen. Auch geil. Quapuzzi. Einfach super. Gold Duck. Und Garada Solo. Und. Nicht krass. Ich denke, da muss ich mir mal genau angucken. Ist gar nicht so geil. Ja, am Anfang wird jetzt sie... ein Kind gezeigt. Vielleicht. Auf den ersten Blick okay, auf den zweiten Blick nicht. Wenn du sie dir länger anguckst. Ja. Ey, Mankey Sau. Au, Mauzi aber auch noch nicht da gewesen, oder? Nee. Wobei den hatten wir. Nidorina hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Radikal auch nicht, oder? Auch cool. Die Erika. Morgon. Morgon, Muschas, komm, gönn nochmal. Oh. Schade. Ja, aber jetzt auch wieder
Ja, aber ist du kannst halt nicht sagen, wenn du ist hier... Ist energielastisch? Ne? Das Set oder die TTBs, wir wissen es nicht. Oder die ETBs. Aber jetzt sind ja Hits, ja? 4 Hits wieder aus einer ETB ist auch okay. Für dich guten Schritt. Okay. Hat man ja eben auch, ne? Mit 4 Hits. Ja, die waren von eben. Ne? ETB 2, ETB 1. Wobei die Konstellation gefällt mir, glaube ich. Das gefällt mir auch ein bisschen besser, ja. Ich mag aber. Nur hier die goldene. Ja, ich mag Gold-Energiekarten einfach nicht so. Also nein? Ich feier die nicht. Warum? So. Muss nicht sein. Ich mag lieber sowas. Pokémons drauf. Pokémons. Feier ich lieber. Okay. Gut, so, das hat jetzt auch 20 Minuten gedauert, die 2 ETBs zu zerrippen, aber weil wir uns die Artworks, ne, halt gemütlich angeschaut haben. Yes. Aber sagt uns gerne mal, wie ihr zu dem Set steht. Verlosung übrigens am Freitag im Stream, ja, in einem Battle Royale. Lasst ein Like da auf jeden Fall, wird schönes Video gepusht und wir sehen uns dann im nächsten Video oder am Freitag im Stream. Ciao! Here we go, trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end.